Dieser kleine Kapuzineraffe und dieser Hund sind durch eine bemerkenswerte Freundschaft miteinander verbunden. Die gegenseitige Liebe geht darauf zurück, dass das Äffchen direkt nach der Geburt von dem Hundemischling gestillt und aufgezogen wurde. Doch nun haben Anwohner kürzlich die Polizei gerufen, weil das Äffchen sich bei Annäherung extrem aggressiv zeigte. Wir waren sehr überrascht, als wir sahen, dass es eine Beziehung zwischen dem Hund und dem Affen gibt. Es ist sehr ungewöhnlich, diese Freundschaft zwischen den Tieren zu sehen. Und das eine Tier ist unzähmbar und das andere eher häuslich. Man sieht den Unterschied. Die Anwohner haben uns gesagt, dass der Hund Nachwuchs bekommen hatte, aber aus unbekannten Gründen starben die Welpen. Gleichzeitig wurde der Affe aus seinem Habitat entfernt, als er noch sehr jung war. So kam es, dass der Hund ihn aufgezogen hat und sie diese Verbindung eingegangen sind. Dieser Affe verlässt den Hund kaum noch, er klammert sich den ganzen Tag am Rücken fest. Nun wurden die Tiere erstmal von der Naturschutzbehörde in Gewahrsam genommen, aber noch ist nicht entschieden, wie und ob diese ungewöhnlichen Freunde je getrennte Wege werden gehen können.